Das Lenovo Tab 14 Plus ist ein spannendes Android-Tablet, das für wenig Geld eine sehr gute Ausstattung bietet. Zu den Highlights gehören ein flotter, sparsamer Prozessor, Android 7.1.1 Nougat und Premium-Features wie ein Fingerabdruckleser. Mittlerweile ist es in Deutschland verfügbar und kostet 299 Euro. Das ist die günstigste Version. Wie gut ist dieses Tablet? Das erfahrt ihr in diesem Test. Mir gefällt das Design des Lenovo Tab 14 Plus ziemlich gut. Es erinnert etwas an das Samsung Galaxy Tab S3, so bekommen wir auch hier eine Rückseite aus Glas. Das sieht schick aus, doch sieht man auf der Rückseite bei dunkleren Farben schnell Fingerabdrücke. Ich habe mich deswegen für das weiße Modell entschieden. Hier halten sich Fingerabdrücke sehr in Grenzen. Anfangs ging ich fest davon aus, dass der Rahmen aus Aluminium besteht, doch das ist tatsächlich nicht der Fall. Stattdessen besteht der Rahmen aus Kunststoff. Die Verarbeitung ist besser als bei der Tab 3 Serie des letzten Jahres, aber dennoch, ein richtiges Metallgehäuse hätte mir besser gefallen. Mit 7 mm ist es nicht das dünnste Tablet da draußen, doch ist es immer noch in Ordnung dünner als das iPad 2017 zum Beispiel. Es wiegt 476 Gramm, auch das ist kein besonders leichtes, aber auch kein besonders schweres Gewicht. Für ein 10,1 Zoll großes Gerät ist das vollkommen in Ordnung. Über dem 10,1 Zoll großen Display sitzt eine 5 Megapixel Frontkamera und unter dem Panel hat Lenovo einen Fingerabdruckleser angebracht. Mit dem kann man das Tablet sehr schnell entsperren. Es handelt sich hierbei um einen reinen Fingerabdruckleser. Als Homebutton kann man ihn leider nicht benutzen. An der rechten Seite gibt es einen Kartenslot für MicroSD-Speicherkarten. In den gleichen Slot kommt bei dem LTE-Modell auch die SIM-Karte. Daneben sitzt ein USB-Typ-C-Anschluss, mit dem man es aufladen oder aber Daten vom PC transferieren kann. Über den USB-Typ-C-Port könnt ihr auch Festplatten, USB-Sticks oder weiteres Zubehör anschließen. Ja, und darüber ist ein 3,5 mm Audioanschluss angebracht. Genau gegenüber hat Lenovo die Lautstärke-Regler und den Einschaltknopf platziert und am oberen Rahmen sitzen zwei leicht nach vorne geneigte Lautsprecher, die für ein Tablet dieser Preisklasse einen ziemlich guten Sound bieten. Auf der Rückseite bekommen wir eine 8-Megapixel-Kamera mit einem LED-Blitz. Die Bildqualität beider Kameras ist in Ordnung, vor allem dann, wenn ihr nur Schnappschüsse machen oder Dokumente bei gutem Licht einscannen möchtet. Man kann auch solide Full-HD-Videos aufnehmen, 4K-Videos, wenn jedoch nicht unterstützt. Auch die Frontkamera ist für Videochats durchaus gut zu gebrauchen. Ja, wie der Name erahnen lässt, ist das Display des Lenovo Tab 14 Plus 10,1 Zoll groß. Es handelt sich hierbei um ein IPS-Panel, das ein Seitenverhältnis von 16 zu 10 hat. Die Auflösung liegt bei 1920 x 1200 Pixel. Wir bekommen also eine Full-HD-Auflösung. Das ist auch der wichtigste Unterschied zum einfachen Tab 14, das nur ein HD-Display besitzt. Ich finde eine Full-HD-Auflösung auf 10,1 Zoll ausreichend. Wenn ihr aber ein Smartphone mit einer deutlich höheren Pixeldichte habt, werdet ihr einen Unterschied sehen. Tablets wie das Lenovo Yoga Tab 3 Plus und Asus Zenfone 3 S10 haben eine höhere Auflösung. Beide sind preislich aktuell sehr ähnlich aufgestellt. Die restlichen Eigenschaften des Displays sind ziemlich gut. Ich habe es einige Stunden auch draußen benutzt in der Sonne und konnte überraschend gut was erkennen. Auch die Blickwinkel sind gut und Farben werden schön wiedergegeben. Das Lenovo Tab 14 Plus ist kein High-End-Tablet, bietet aber dennoch eine sehr solide Ausstattung. Im Inneren sitzt ein Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core-Prozessor, dessen 8 Kerne mit bis zu 2 GHz takten. Diesen Chip kennen wir schon von einigen Smartphones wie dem Huawei Nova und BlackBerry K1. So ist der Snapdragon 625 etwas schwächer als der Snapdragon 820 des Galaxy Tab S3, aber dennoch ist die Performance für die meisten Anwendungen und Spiele mehr als ausreichend. Ich habe das Modell mit 3 GB RAM und 16 GB Speicher und Spiele wie Dead Trigger 2, Asphalt Extreme und Modern Combat 5 konnte ich sehr flüssig und sehr gut spielen. Ab und zu sind manchmal sehr kleine Mikroruckler sichtbar, aber das hält sich wirklich sehr in Grenzen. Mit dem 16 GB Modell habt ihr allerdings nur rund 8 GB für euch frei. Wenn ihr viele Spiele installieren möchtet, ist es ein bisschen wenig. Es gibt aber auch ein Modell mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher. Ja, und mein Benchmark-Test schnitt das Tab 14 Plus so ab wie andere Geräte mit dem Snapdragon 625. Im Geekbench 4 Single-Core-Test kommt es auf eine Punktzahl von 870 und im Multicore-Test auf 4350. In AnTuTu werden 62.400 Punkte erreicht. Für den Preis ist die Performance also ziemlich gut, aber auch nicht die beste. Auch hier möchte ich wieder das Lenovo Yoga Tab 3 Plus und Asus Zenfone 3 S10 zum Vergleich heranziehen.
Beide schneiden in den Benchmarks etwas besser ab, sind preislich aber auch sehr ähnlich aufgestellt. Ja, auf Lenovos neuem Tablet läuft direkt Android 7.1.1 Nougat und das ist super, denn die Vorgänger haben bisher kein Update auf Nougat bekommen. Bekannt ist aktuell nur, dass das Yoga Book ein Software-Update auf Android 7 bekommen wird. Ich hoffe sehr, dass Lenovo sich hier noch etwas bessert. In der Vergangenheit bekamen die meisten Tablets mindestens ein Update, doch bei der Tab 3-Serie ist das bisher leider nicht der Fall. Hoffentlich wird das Tab 4 zukünftig irgendwann Android O bekommen. Momentan läuft auf dem Tab 14 Plus also sehr aktuelles Android und es ist schön, dass Lenovo die Oberfläche nicht stark angepasst hat. Das Tablet ist auch nicht überladen mit Apps, so sind die Programme von Google und Microsoft vorinstalliert, sowie die Cloud-Apps von Lenovo. Auch Netflix und eine Dolby-App sind dabei, aber das war's auch schon. Ihr könnt auf dem Tablet all die Features nutzen, die wir von Nougat kennen. Dazu gehört auch der Multitasking-Modus, also die Split-View-Funktion. Ich habe recht oft Word auf einer Seite und Chrome oder Skype auf der anderen Seite geöffnet. Das funktioniert ziemlich gut und ich konnte auch ohne Probleme Videos in YouTube oder mit Netflix schauen. Die Oberfläche ist zwar nicht stark angepasst, aber Lenovo hat dem Tab 14 Plus einige zusätzliche Funktionen spendiert. Es gibt jetzt einen Kindermodus, der eine kindgerechte Oberfläche bietet. Es gibt außerdem eine sogenannte Produktivitätsschnittstelle. Die könnt ihr manuell starten. Sie startet aber auch automatisch, wenn ihr eine Tastatur mit dem Tablet verbindet. Mit der Produktivitätsschnittstelle sieht die Oberfläche mehr wie ein Desktop-Betriebssystem aus. So gibt es unten eine Taskleiste mit allen geöffneten Apps. So kann man das Interface besser mit einer Maus benutzen. Ich habe mit dem Tab 14 Plus tatsächlich recht viel gearbeitet und das ging sehr gut. Lenovo wird zukünftig wohl eine eigene Tastatur anbieten. Ich habe das Tablet aber mit der Microsoft Universal Mobile Tastatur getestet und konnte sehr gut darauf schreiben. Das Lenovo Tab 14 Plus hat einen recht großen Akku mit einer Kapazität von 7000 mAh und laut Lenovo soll die Laufzeit bei 13 Stunden liegen und das kommt so in etwa hin, je nachdem was ihr macht. In meinem Akkutest kam ich auf eine Laufzeit von 12 Stunden. Ich teste den Akku immer gleich, indem ich ein HD-Video in einer Endlosschleife abspiele. Die Helligkeit ist auf 50% gesetzt und WLAN ist immer aktiviert. Wie ihr in der Tabelle hier seht, sind 12 Stunden eine sehr gute Laufzeit. Es gibt aber auch Tablets, die länger halten. An der Spitze steht aktuell das Yoga Tab 3 Plus. Auch im realen Einsatz kann sich die Akkulaufzeit sehen lassen. Es hängt natürlich davon ab, was ihr macht. Ich habe eine Zeit lang den Akkustatus genau dokumentiert und kam auf eine Standby-Zeit von 47,6 Stunden und habe es 8,6 Stunden aktiv genutzt. WLAN und Bluetooth waren hier immer eingeschaltet und die Displayhelligkeit war etwa die Hälfte über auf 100% gesetzt. Ich habe hauptsächlich Word, Chrome und YouTube genutzt, aber auch Skype und Asphalt Extrem. Insgesamt ist das Lenovo Tab 14 Plus ein sehr gutes Tablet. Die Verarbeitung ist in Ordnung, die Performance kann sich sehen lassen und wir bekommen Features wie einen MicroSD-Kartenslot und Fingerabdruckleser. Außerdem ist direkt Android 7.1.1 Nougat installiert und die Akkulaufzeit ist sehr gut. Ich glaube nicht, dass jemand von dem Tab 14 Plus enttäuscht sein wird. Kann ich es also empfehlen? Ja, für den Preis ist es ein gutes Tablet. Gleichzeitig ist es aber auch nicht besonders spannend. Es gibt einige interessante Alternativen, die ihr euch anschauen könntet. Dazu gehören das Lenovo Yoga Tab 3 Plus und Asus ZenFone 3 S10. Beide haben eine bessere Verarbeitung, höher auflösende Displays und eine etwas bessere Performance. Sie sind aber auch schon etwas älter. Gut, das war mein Test vom Lenovo Tab 14 Plus. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir doch in die Kommentare. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.